Hervorragend. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass auch ihr gekommen seid. Das Publikum ist noch nicht so voll, füllt sich aber und wir zeichnen natürlich auch auf. Insofern stellen wir das Ganze danach ganz digital und online ins Netz und es ist dann für immer abrufbar. Mal gucken und dann können wir in ein paar Jahren drauf gucken und gucken, wie hat sich denn die Unternehmenskultur in der Online-Branche eigentlich weiterentwickelt. Das ist unser Thema, Unternehmenskultur in der Online-Branche. Wir haben wirklich echt tolle Gäste heute hier am Start und ich würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht einmal selber kurz vorstellen könntet. Kurz zwei, drei Sätze zu euch. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was macht eure Company? Und dann werden wir gemeinsam mit euch über das Thema Unternehmenskultur in der Online-Branche diskutieren. Genau, also ich bin die Bianca von Bodychange. Bin seit kurz nach der Gründung on board gegangen, verantwortlich für das Thema Marketing bei Bodychange. Wir entwickeln online-basierte Coaching-Programme im Bereich Fitness und Ernährung. Das bekannteste, was wahrscheinlich ein paar von euch kennen, ist imakeyousexy.com mit Detlef Soest. Ich selbst komme eigentlich aus der Old Economy, war bei der Deutschen Bank, AD, ZDF, internationalen TV-Konzernen wie NBC Universal. Und habe mir dann überlegt, ich muss mal was Neues machen. Der Markt ist ein bisschen klein, was TV angeht. Und bin dann in die Online-Branche gewechselt, war bei verschiedenen Startups von der Buchshop-Community über einen Anbieter für Videoseminare und habe mich dann selbstständig gemacht als Beraterin im Bereich Marketing und Vertrieb für Startups und bin so dann eben zu Bodychange gekommen und die haben mich dann verhaftet und mir eine Fußfessel angelegt und seitdem bin ich eben da. Genau. Das ist ja auch ein interessanter Unternehmenskulturaspekt, Fußfesseln. Wenn wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ist besonders. Ist ganz besonders, ne? Alles klar. Okay, Nadja, bitte. Ja, danke. Mein Name ist Nadja. Ich habe mich 2013 mit meiner eigenen Kommunikationsberatung und PR-Agentur selbstständig gemacht, Elias Communications. Wir betreuen Kunden aus der digitalen Wirtschaft, aber auch darüber hinaus. Die Bereiche weiten sich ja immer mehr aus im Zuge der digitalen Transformation. Wir haben uns spezialisiert auf B2B und B2C-Kommunikation, betreuen Unternehmen vom kleinen Start-up mit ambitionierten Wachstumsplänen bis zum großen etablierten internationalen Player. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, über 15 Jahre lang schon in der Online-Branche in der Kommunikation gearbeitet, auf Unternehmensseite in leitenden Positionen, unter anderem im United Internet-Konzern, kennen sicher viele von ihren E-Mail-Adressen, web.de, gmx. Dort im Bereich der Mediavermarktung die PR betreut, habe unter anderem für die Interessenvertretung der digitalen Wirtschaft in Deutschland, den Bundesverband Digitale Wirtschaft, über 2 Jahre gearbeitet und im Zuge dessen auch für die eine oder andere Interessenvertretung nationaler oder internationaler Art, zum Beispiel für die Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung oder aber auch fürs Interactive Advertising Bureau und habe da natürlich auch mit Unternehmen außerhalb Deutschlands und entsprechenden Organisationen in der Kommunikation zusammengearbeitet, was immer sehr, sehr spannend war. Tom, ja, geht's. Ich bin Tom Raue, studiert habe ich Logik und Wissenschaftstheorie, also Quereinsteiger, gerne willkommen. War dann logischerweise, was macht man sonst als Logiker, bin in die Online-Branche selbstständig, war noch nie angestellt und war auf verschiedenen Seiten tätig, auf Vermarkterseite und auf Publisher-Seite und so weiter. Und Mediaagentur und habe dann 2012 erkannt, dass man lokalisierte Mobile-Banner automatisiert einkaufen kann. Dann habe ich gesagt, das ist schon ziemlich cool. Wieso macht da keiner was mit? Und dann hatte ich keine Ausrede mehr, nicht auch eine Firma zu gründen. Die habe ich jetzt auch gegründet. Wir sind mittlerweile 11 Leute hier in München und steuern eben Banner mobile lokalisiert aus und geben dem Ganzen noch mehr Sinn mit Daten. Das heißt, wir sagen sowas wie, Mensch, ich sehe da eine Werbeimpression im Park und das Wetter ist schlecht, also hast du wahrscheinlich einen Hund. Zu 98%, weil was zum Geier machst du da sonst? Ja, also das ist das, was wir tun. Prima. Gerne, Mirko. Ich bin der Mirko, bin von Blue Summit. Bin seit 2009 bei Blue Summit, bin mittlerweile Standortleiter für den Standort München. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur. Wir verstehen uns da auch als Lead-Agentur. Also wir gehen gerne mit den Kunden in die Diskussion sämtlicher Performance-Marketing-Kanäle.
und möchten da auch gerne beratend tätig sein. Und das sind wir für wahnsinnig viele Kunden, aus verschiedensten Branchen, angefangen von der Travel-Branche, wo wir für die Lufthansa unter anderem tätig sind, für den Retail-Bereich. Ernstings Family kennt vielleicht der ein oder andere, gerade die Münchner kennen vielleicht auch Kicks, sehr, sehr spannend, oder eben auch die Telefonica, habe ich auch vorhin im Stand gesehen. Für die sind wir da auch eigentlich für sämtliche Online-Marketing-Kanäle tätig. Wie gesagt, seit 2009 bin ich bei BlueSummit, habe 2006 im Online-Marketing angefangen, habe eigentlich klassisches Marketing gelernt, also klassische Werbekaufmannsausbildung. Bin dann in einem Abendstudium so ein bisschen in die Online-Branche gerutscht und habe dann irgendwann gedacht, ja, das ist einfach sehr spannend. Dann war die WM 2006 im eigenen Land und dann, ja, hat sich eine Gelegenheit geboten, da in diese Branche reinzurutschen, und seitdem hat mich die Branche auch nicht mehr losgelassen. Cool, vielen Dank. Helge. Ja, mein Name ist Helge Ruff. Ich bin Gründer von One2Social. Wir sind eine Social-Media-Agentur aus München, machen alles von der Strategieerstellung bis, wir schreiben auch die ganzen Posts, die ganze Redaktion für unsere Kunden und das Ganze für Unternehmen wie Kentucky Fried Chicken, Audi, was haben wir noch, HSE24, NBC Universal übrigens. Genau, vom Background her, oder zur Firma, wir sind ein Team aus circa 30 Leuten hier in München. Unsere Kunden sind aber eigentlich aus ganz Deutschland und eigentlich auch international. Zu mir, vom Hintergrund her, ich habe in Mannheim BWL und Physik studiert, bin dann nach Australien gegangen eine Zeit, also zu Ende meines Studiums, und habe da eigentlich gemerkt, dass ich irgendwie einen Gefallen daran habe, selbst Sachen zu gründen oder selbst so Geschäftsmodelle durchzuexerzieren, und das habe ich dann halt gemacht. Habe dann mit einem Online-Portal gestartet, das es auch immer noch gibt, wo ich aber eigentlich jetzt nichts mehr mache, und über dieses Online-Shopping-Portal bin ich dann eigentlich durch einen Zufall, weil wir das für uns, also Social Media für uns, zu einem Zeitpunkt entdeckt hatten, als es das eigentlich noch gar nicht gab, also gab es noch nicht mal Fanpages, und hatten da so viele Erfahrungen wie eigentlich sonst keiner. Und die sind dann in ein Unternehmen zu uns gekommen und haben gesagt, könnt ihr das auch für uns machen? Wir zahlen euch dafür Geld. Und so bin ich dann quasi zu One2Social gekommen. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Christian, bitte. Ja, guten Tag. Christian Faltin von der Firma Kokodibu. Hört sich ganz komisch an. Ist eine Unternehmens- oder Kommunikationsberatung hier in München. Communication Consultants for Digital Business. PR, Kommunikation für Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft, also auch für Firmen, die hier auf der Bühne sitzen, theoretisch. Wir sind 10 Leute. Ich selbst komme eigentlich aus dem Journalismus, bin klassischer Quereinsteiger in der PR, habe gut 13 Jahre im Journalismus gearbeitet, dann ein Jahr auf Konzernseite und jetzt seit 15 Jahren auf Agenturseite. Alles klar, vielen Dank. Und die letzte in der Runde, Kim. Hallo, mein Name ist Kim Brillert. Ich arbeite für die Online-Marketing-Agentur Netzeffekt. Ich bin hier, glaube ich, die mit der wenigsten Erfahrung im Bereich Online-Marketing. Ich habe erst letztes Jahr im Frühjahr meinen Master abgeschlossen in Marketing, Medien und Kommunikation und habe dann daraufhin überlegt, was könnte ich anfangen. Habe aufgrund einer Werkstudententätigkeit im Bereich Online-Marketing dann entschieden, dass ich das Feld sehr interessant für mich finde, aber noch nicht so ganz genau weiß, wohin, und habe dann bei Netzeffekt eben ein Trainee-Programm durchlaufen, was ich jetzt beendet habe diesen Monat und ab diesem Monat auch dort übernommen werde als Junior-Projektmanager und jetzt dort durchstarten kann, hoffentlich. Cool, vielen Dank. Ja, wir haben ja das Panel angekündigt mit der Formulierung Top-Gehalt, Kickertisch und nette Kollegen. Was genau kann eigentlich die Online-Branche in Sachen Unternehmenskultur? Ja, was kann die denn, Mirko? Sie kann sehr viel. Als ich auch den Titel gelesen habe, gedacht, ja, spannendes Thema. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, denke ich, dass man, ich sag mal, nicht immer diese Startup-Schiene irgendwie so abrutscht. Also auch jedes Unternehmen wird ja größer, Ansprüche werden höher, dementsprechend muss man halt auch über so Sachen wie Prozesse, wie Ausbildungen, aber letztendlich dabei auch nicht vergessen, das Gute, nämlich die Mitarbeiter mitzuziehen, da auch was anzubieten, was zu tun. Ob das jetzt Kickertische sind oder Playstations oder sonst irgendwas, das muss wahrscheinlich dann jede Firma irgendwie für sich selber entscheiden. Ist aber, meine Meinung, schon wahnsinnig wichtig, dass wir hier auch ein gewisses Sozialleben ermöglichen. Okay, also Sozialleben ist eigentlich so die Definition der Unternehmenskultur. Wollen wir mal so ein bisschen sammeln? Du hast gerade schon gesagt, Kickertisch, Playstation. Was,
Was gibt es sonst noch bei euch? Was habt ihr mitgekriegt aus Unternehmen, für die ihr vielleicht schon gearbeitet habt? Was wird da so angeboten? Naja, also wir arbeiten sehr viel mit Google zusammen. Also von daher, die Google Office hat der eine oder andere schon mal gesehen. Ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man eine Umgebung schafft, wo die Leute sich einerseits wohlfühlen, wo man aber auch ein gewisser Zug drin ist, wo man viel lernen kann, gerade auch von erfahrenen Leuten, wo die Inhalte vermittelt werden, aber wo die Leute auch wirklich gerne in die Arbeit gehen. Also ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn jemand aufsteht in der Früh und keine Lust hat, ins Büro zu gehen. Und da ist heutzutage einfach wahnsinnig wichtig, dass man da im Büro auch eine Umgebung schafft, wo sich jeder wohlfindet und wo sich jeder wiederfindet. Online ist halt auch irgendwie mehr Miteinander als Gegeneinander und weniger Ellbogen irgendwie. Habe ich so das Gefühl, man muss gezwungenermaßen mehr miteinander reden. Und also wir haben keinen Kickertisch und bei uns gibt es auch keinen Mate. Keine Mate, kein Kickertisch? Was habt ihr denn? Habt ihr denn wenigstens Bio? Wir hatten neulich ein Agile Cooking Event, also wo man praktisch die Prozesse des Agile Developments praktisch kochend nachempfindet. Gab's auch und hat es geschmeckt am Ende? Oder? Sondern Rotwein, ja, war großartig. Ja, es gab auch keine Ausfälle danach. Nee, tatsächlich nicht. Nee, alle waren sehr glücklich. Also ne, das ist dann eher so. Aber diese Benefits, ich würde gerne trotzdem nochmal darauf zurückkommen, sind doch schon ein wichtiger Aspekt, oder? Also ich erinnere mich, als ich in meinem ersten Unternehmen gearbeitet habe, da gab es dann eine Küche und da gab es auch ein Wasser und eine Kaffeemaschine, aber da hörte das dann auf. Was passiert denn in der Online-Branche? Was gibt es denn da noch? Helge, was gibt es denn bei euch? Ich weiß gar nicht, ob man das so auf jetzt nur auf Online reduzieren kann, aber bei uns ist es zum Beispiel so, was die Mitarbeiter sehr schätzen, ist, also bei uns gibt es immer frisches Obst, wir haben natürlich Kaffee, Wasser, also da diskutieren wir eigentlich gar nicht drüber. Gibt bei uns eine My-Müsli-Bar, wo die Leute sich draus bedienen können. Wir haben eine Feel-Good-Managerin, die macht Salate, zweimal in der Woche gibt es Salat. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so oft da. Zweimal in der Woche macht die Salat, dann gibt es Smoothies, gibt es auch noch und so weiter. Und das ist schon was die Mitarbeiter sehr schätzen. Und vor allem eben auch gesundes Essen. Also wenn man vergleicht halt so wie die Leute auf, also bei uns, also Donuts gibt es auch immer ab und zu, weil ständig irgendjemand Geburtstag hat. Wenn man halt guckt immer, wie gesundes Essen wertgeschätzt wird und und Donuts ist es schon so, dass man halt merkt, dass die Leute halt so dieses gesunde Essen wirklich sehr, sehr, ja, die mögen es schon halt. Ne? Und das andere ist, du hattest es, glaube ich, gerade gesagt, ne, wenn man wächst, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, was ich halt gemerkt habe. Startups finden alle cool, ne? Also jeder sagt gerne, ich arbeite in so einem Startup. Aber wenn die Leute drin sind, dann ist es so dieses immer locker und so weiter. Wir haben auch einen sehr, sehr lockeren Umgangston, sehr, sehr freundschaftlich. Wir gehen auch oft Party machen gemeinsam und so. Aber es ist schon so, dass Strukturen extrem wichtig sind. Deswegen gebe ich dir komplett recht. Das funktioniert alles in so einem Team von 5 Leuten. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber wenn man dann irgendwann mal größer wird und gerade so über 20 Leute, da ändert sich das Spielchen komplett. Und dann, damit das alles nicht ein komplettes Chaos ausartet, braucht man Strukturen. Wenn man dann nicht frühzeitig anfängt, das haben wir in der zweiten Firma, die ich noch habe, ist das so, da haben wir sehr, sehr spät damit angefangen. Das ist ein Kraftakt sondergleichen. Okay, also Struktur, klar. Müsli haben wir jetzt besprochen. Nadja hat Kicker sich, haben wir auch. Kicker habt ihr auch. Nadja, du hast hier das Mikro, oder Bianca, du Marte hast das Mikro. Auch. Marte habt ihr auch, okay. Was gibt's bei euch in den Companies? Also Kickertisch ist das Mindeste. Ist das Mindeste? Grundvoraussetzung, okay. Glaube ich, für viele der Kollegen. Aber was ich nochmal allgemein, bei uns gibt es auch Getränke natürlich, das ist bei uns alles selbstverständlich, weil ich glaube, dass in der digitalen Branche, gerade ich, die eben den Vergleich zur Old Economy auch hat, die Ressource Mensch und Mitarbeiter ganz anders gewertschätzt wird und auf der einen Seite, und es wird einem auch sehr viel Wertschätzung entgegengebracht, das ist bei uns extrem wichtig in der Unternehmenskultur, auch wenn wir von den Umsätzen schon lange kein Startup mehr sind, legen wir extrem viel Wert darauf, uns diese Unternehmenskultur zu bewahren und eigentlich sage ich auch bei jedem Bewerbungsgespräch vorab schon, ob die Leute wissen, was die Vor- und Nachteile sind einer Startup-Unternehmenskultur. Und die Vorteile sind natürlich Wertschätzung, die Ressource Mensch wird gewertschätzt, man hat unheimlich viele Möglichkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten, man hat unheimlich viele Möglichkeiten, Eigeninitiative zu zeigen, eigene Projekte anzukurbeln, eigene Ideen zu entwickeln und sie auch selbst umzusetzen. Und ich glaube, der Kickertisch und die Getränke und die vielen Team-Events, die wir machen, also heute Abend zum Beispiel grill ich mit meinem Team bei mir auf der Terrasse, das ergibt sich dann automatisch daraus. Weil wir eben extrem viel Wert legen, dass wir keine Ellbogenmentalität bei uns etablieren. Im Gegenteil, so Fingerzeigmentalität ist tabu.
Wenn mal was schief geht, und das geht bei jedem mal was schief, dann setzt man sich hin und arbeitet an der Lösung. Und ich glaube, dass das ganz automatisch daraus entsteht, aus eben der Wertschätzung der Ressource Mensch. Christian, erzähl doch mal, welche Sorte Bio-Limo bietest du denn deinem Team an? 12 verschiedene Sorten, gar keine. 12 verschiedene Sorten? Nein, gar keine. Gar keine, gar keine. Okay. Überhaupt nicht. Habt ihr denn wenigstens einen Office-Hund? Auch nicht. Auch eine Agentur-Schwimmbadkarte? Gibt's auch nicht. Bei uns gibt's gar nichts. Bei uns gibt's nur Kaffee und Wasser und Äpfel. Mehr gibt's nicht. Aber Äpfel immerhin, sind die denn wenigstens Bio? Ich kaufe die nicht selber. Ich hoffe, dass die Bio sind. Okay, ihr habt ein bisschen andere Kulturen, ein bisschen anderen Ansatz? Nee, es ist mir ein bisschen zu rosarot, weil die Themen, wenn ich in Bewerbungsgesprächen sitze mit Menschen, die sich überlegen, zu uns zu kommen, unterhalte ich mich eigentlich über 3 Sachen. Wie lange muss ich arbeiten? Wie viel mehr als in meinem Vertrag steht? Was kommt da auf mich zu? Und wie ist dieses furchtbare Agenturleben? Weil Agenturen ein ziemlich katastrophales Image im Markt haben, gerade bei Absolventen haben, wenn wir uns unterhalten mit Absolventen. Und da merkt man, dass man erstmal gegen ganz andere Dinge ankämpfen muss und dass der Kickertisch nett ist, dass es aber schöner ist, wenn man um 6 nach Hause gehen kann und nicht bis um 8 sitzt und den Pizzadienst kommen lassen muss. Also ich würde dem Christian da unbedingt recht geben. Kickertisch ist nicht das Must-Have, it's nice to have, aber ist, glaube ich, für die meisten auch gar nicht entscheidend. Die Unternehmen, in die ich im Moment Einblick habe, haben eigentlich in ihrer Unternehmenskultur Schwerpunkte, vor allem im Zwischenmenschlichen, auch im sozialen Bereich. Ja. Da geht es darum, wie onboard ich die Leute, wie bringe ich Leute, die neu in mein Unternehmen kommen, in die Teams rein, wie begleite ich sie. Da sind Themen wie Mentorship oder Coaching. Wie kriege ich langjährige, erfahrene Mitarbeiter dazu, für junge Mitarbeiter Paten zu stehen, sie zu integrieren? Gilt zum Beispiel auch für ausländische Mitarbeiter ganz besonders. Und wie schafft man das, wenn ich dich einmal unterbrechen darf? Also das nicht mit Bio-Limo, richtig? Sondern bitte? Nicht mit Bio-Limo, sondern ich sage nice to have, aber ich glaube, für die meisten sind eigentlich andere Dinge wichtig. Für die meisten ist wichtig, wie kann ich mich on the job einbringen? Ja, wie kann ich meine Talente, meine Stärken, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich meinen persönlichen Werdegang on the job weitergestalten, auch langfristig gesehen? Ja, wir springen ja alle nicht nur irgendwie 5 Meter und 5 Jahre, sondern wir sind alle eine Generation, die im Zweifelsfall bis 65, 67, 70 arbeiten muss, vielleicht sogar auch arbeiten will. Und da sind Faktoren entscheidend, wie kann ich mich on the job weiterbilden? Wie kann ich partizipieren? Wie werden mir Unternehmensziele übermittelt? Wie wird mir klargemacht, was mein Beitrag ist? Wie kann ich mich einbringen? Wie wird auf gemeinsame Ziele eingeschworen? Ja, diese ganzen Thematiken. Und da sehe ich, gerade in der digitalen Wirtschaft wird das wirklich ganz, ganz, ganz stark gelebt im Vergleich zu anderen Industrien, die natürlich auch in vielen Fällen hierarchischer in den Unternehmen gegliedert sind. Da kommen wir wieder auf das Thema Strukturen. Wenn ich eine bestimmte Unternehmensgröße habe, wird auch wieder das Thema Hierarchien Thema, da werden auch wieder Strukturen ein Thema. Aber grundsätzlich dieses, wie wollen wir miteinander unser gemeinsames Ziel erreichen, das ist sehr dialogisch in den Unternehmen der digitalen Wirtschaft, das ist sehr partizipativ, eben weil wir auch in so agilen Umfeldern arbeiten müssen, wo wir sehr schnell auch Entscheidungen verwerfen müssen, andere Entscheidungen treffen müssen. Und da zählt das Team, da zählt nicht der Einzelne, das war, glaube ich, auch ein Gedanke, den du vorher aufgebracht hast, das Team zählt und nicht der Einzelne. Ja, und das ist natürlich schon eine sehr andere Sichtweise und ein sehr anderes Leben von Unternehmenskultur. Okay, vielen Dank. Ja, wir wollen euch auch die Möglichkeit geben, an der Diskussion natürlich teilzunehmen. Also wenn es Fragen von euch gibt, hier unten sitzt Nina. Nina hat das Mikro. Da ist sie, genau. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, vielleicht seht ihr das ja auch total anders und sagt, Christian, wie kann es sein, dass du nicht 12 verschiedene Sorten Bio-Limo hast? Dann meldet euch gerne und ihr könnt euch gerne beteiligen. Jetzt kommt so eine kurze schöpferische Pause. Ja, wir müssen noch warm werden. Kommt aber gleich. Kim, jetzt hast du gerade erzählt, du hast bei Netzeffekt ja angefangen und Nadja hat ja das ganze Thema Onboarding und so angesprochen. Wie viel kaltes Wasser war es denn für dich, als du neu begonnen hast? Oder wurdest du die ganze Zeit an die Hand genommen? Also ich muss sagen, ich wurde sehr schön gut an die Hand genommen. Also ich habe auch, natürlich war es aufregend irgendwie, für mich war es ja auch der Berufseinstieg, aber dadurch, dass es ja auch ein Trainee-Programm wird, wird man, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr an die Hand genommen und kriegt viele Dinge erklärt und gezeigt.
Prinzipiell habe ich mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt und war wenig kaltes Wasser, also muss ich sagen. Wir haben übrigens auch einen Kickertisch, wollte ich noch kurz sagen. Und auch eine tolle Kaffeemaschine und Wasser und Obst. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt nie so als Klischee angesehen. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass es einen Kickertisch gibt. Messe dem jetzt nicht mehr Bedeutung oder weniger Bedeutung unbedingt zu. Es ist schön, eine kreative Pause zu machen. Ich würde aber auch nicht unbedingt sagen, ich muss deshalb, weil ich einmal irgendwie kurz Kicker spielen gehe, trotzdem bis um 20 Uhr arbeiten. Also das ist so, wenn man das nicht den ganzen Tag macht natürlich. Also, aber so mal als Kreativpause oder einfach mal, wenn man gerade den Kopf frei hauen muss, dann ist es eigentlich ganz praktisch. Okay, Mirko? Ich glaube, das sind halt alles Hygienefaktoren, ob das jetzt der Kickertisch ist oder die Playstation. Ich glaube, im Endeffekt macht das nicht den Unterschied aus. Da gewinnt man sich nach ein paar Wochen dran und dann ist es auch nicht mehr spannend. Ich glaube, das, was halt spannend ist und das, wo man sich halt Gedanken machen muss, was kann ich den Mitarbeitern bieten, damit sie sich weiterentwickeln. Ja? Und das sind jetzt können Strukturen, das sind Gehälter, klar, Logo. Aber es ist auch mal, sich einfach mit dem Mitarbeiter hinzusetzen. Was braucht er? Braucht er Tools? Braucht er, muss man mit ihm sprechen? Braucht er einfach nur ein Gehör? Oder halt, was sind Inhalte, die ich mit dem Mitarbeiter jetzt dann noch vermitteln muss? Oder was kann ich ihm für eine Perspektive aufbieten? Dann kommt auch das Thema Hierarchie irgendwie irgendwann wieder dazu. Und ich glaube, das sind einfach wahnsinnig wichtige Themen, gerade wenn man eben auch in die Nachwuchskräfte investiert, Traineeships anbietet und alles andere sind Hygienefaktoren, die sind vergänglich. Ich glaube, dass die Aufstiegschancen und die Schnelligkeit der Weiterentwicklungsmöglichkeiten selten so groß ist wie im digitalen Bereich. Also man kann mit überschaubaren Kenntnissen anfangen und sich innerhalb relativ kurzer Zeit auch als Quereinsteiger sehr gut weiterentwickeln und in relativ kurzer Zeit auch eine Art Teamleitung über mehrere Bereiche übergreifend schaffen, was in anderen Branchen nicht ganz so einfach ist. Also es ist, glaube ich, bei uns schon besonders, dass der Weg nach oben relativ kurz sein kann. Ja, das ist auch das, was ich feststelle, also insbesondere in meinem Bereich Mobile-Experten, ja, wo sollen die denn bitte herkommen? Wie alt ist Mobile? 8 Jahre? Entschuldigung, das sind alles Learning by Doing, Leute. Das sind alles Philosophen wie ich oder sonstige Leute, die halt einfach mal gemacht haben. Anders geht es gar nicht und deswegen muss man die Leute da sowieso irgendwie ranführen. Also bei uns ist es ähnlich. Also das, was die Leute letztendlich im Job bringen, wird, glaube ich, deutlich mehr gewichtet als ihr Background, ob sie jetzt einen Doktor haben oder es ist mir eigentlich total egal. Bei uns im Social Media ist es noch krasser. Also das, was man in einem Buch liest, was ungefähr ein Jahr alt ist, das kannst du eigentlich schon komplett vergessen. Also das sehe ich ganz genauso. Also ich habe heute zum Beispiel, hier waren ja viele Marketing-Absolventen und so. Ich glaube, da kannte einer das Wort Programmatic Advertising. Ja, wo ich sage, schräg, ne? Also Programmatic Advertising ist das Marketing der Zukunft. Punkt. In 3 Jahren gibt es nichts anderes. Ja, und da gehen heute Leute ab und haben das noch nie gehört. Das ist halt. Dann bring doch mal Licht, das ist wieder, wo soll's herkommen? Bring doch mal Licht ins Dunkel. Dann ich muss sie in Schutz nehmen. Woher sollen sie es auch wissen? Genau. Ja, eben. Nein, ist ja kein Vorwurf. Ist kein Vorwurf an denjenigen. Deswegen sage ich ja, man muss jeden ranführen. Damit habe ich ja keinen Stress. Muss ich sowieso machen. Der Professor ist gerade noch dabei, sich in Snapchat und Instagram einzuarbeiten. Der ist noch 5 Jahre weiter vorne, weiter hinten. Ja, ne? Aber fachlich muss man sowieso da sehr viel machen noch. Das zeigt aber auch die Möglichkeiten auf. Also ich kann mich letztendlich aus einem Interesse heraus, kann ich mich positionieren, kann auch in einem Unternehmen agieren und sagen, hey, ich benutze halt schon seit einer gewissen Zeit Snapchat, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich habe eine gewisse Following und ich kann mit meinen Leuten sprechen, was da alles möglich ist, weil man wird älter, man gerät aus der Zielgruppe, aber nichtsdestotrotz muss man irgendwo auch ein Business vorantreiben. Ja, und wenn dann halt solche Themen aufpoppen, ist man auch dankbar für jeden Input, den jeder Trainee, jeder Praktikant in diese Richtung mitbringt. Und das ist wiederum dieses Gehör, was man den Leuten auch geben muss. Aber sind das auch Bestandteile einer Unternehmenskultur, dass man zum Beispiel, also als das ganze Thema Handys damals aufgekommen ist, war es ja so eine Riesendiskussion, darf ich mein Handy am Arbeitsplatz benutzen? So. Heute ist es so, dass, glaube ich, jeder da sitzt und auch sein Snapchat während der Arbeit benutzt. Oder wie ist es bei euch? Absolut. Ja, klar. Also ich meine, Wie ist es denn bei Christian? Ich habe überall Kameras. Social ist immer an, aber wir unterscheiden uns da, glaube ich, nicht. Also Social gehört zur Arbeit dazu, genauso wie Facebook, Snapchat, Twitter, Xing, LinkedIn, wenn nicht gerade die Anfrage vom Headhunter kommt oder vom Konkurrenzunternehmen.
Aber ansonsten gehört ganz normal dazu und man kann es auch nicht mehr trennen. Also jetzt zu denken, dass man da sitzt vor dem Bildschirm und dann mal schnell umschaltet, weil der Chef hinter einem steht, weil man YouTube guckt. Also wir machen es nicht, weil fördert auch Kompetenz YouTube. Das Schöne in der Online-Branche ist ja, man sieht die Ergebnisse relativ schnell. Und wenn jemand dann wirklich die ganze Zeit auf Facebook unterwegs ist, dann sieht man auch, dass da relativ wenig rüberkommt. So, und wenn die Ergebnisse am Ende natürlich stimmen, ja, dann kann man auch sein Sozialleben da dementsprechend gestalten. Das ist bei mir natürlich ein bisschen anders. Ne? Bei uns surfen die Leute den kompletten Tag auf Facebook, YouTube, Snapchat. Also die machen eigentlich gar nichts anderes. Aber ich glaube, was wirklich entscheidend ist, ist diese Hands-on-Mentalität, die wir im Online-Bereich haben. Ja? Die dann auch letztlich in der Konsequenz dazu führt, dass wir in der digitalen Wirtschaft oder auch in den Unternehmen eine andere Fehlertoleranz haben. Das, was man ja häufig auch den klassischen Industrien in ihrer Weiterentwicklung so ein bisschen als Hemmschuh berechtigterweise auch vorwirft, ist, dass wir eigentlich keine Fehlertoleranz haben, keine Kultur des Scheiterns. Und das, finde ich, ist was gerade in der digitalen Wirtschaft und in den Unternehmen der digitalen Wirtschaft toll ist für junge Berufseinsteiger, aber auch für erfahrene Hasen, die sich mal mit was Neuem ausprobieren müssen, dass ich nicht die Angst haben muss, keinen Fehler machen zu dürfen, ja, sondern dass da einfach mit einer Hands-on-Mentalität gesagt wird, machen, ausprobieren, verwerfen, wenn es nicht funktioniert und dann dafür wieder was anderes ausprobieren. Und das ist, finde ich, ein Riesengewinn, was eine Unternehmenskultur betrifft und was auch das Zusammenarbeiten untereinander betrifft. Ich sehe schon, ihr zuckt schon wieder, aber ich wollte trotzdem nochmal in Richtung des Publikums gucken. Gibt es von euch eine Frage? Dann gerne Hand hoch. Wir machen sonst hier munter weiter, ne? Wenn euch das stört, dann unterbrecht ihr uns einfach. Aber ich hätte mal eine Frage ans Publikum. Klar. Was ist denn für euch wichtig bei einer Unternehmenskultur? Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Würde ich gerne zurückkommen auf die Frage gleich. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch schneller war. Tom? Ja, also halt fail fast und fail in a way that doesn't kill you, ne? Irgendwie. Also bin ich auch. Das musst du tatsächlich nochmal eindeutschen, damit man es auch versteht. Okay, also praktisch, ich kann mit Perfektionisten einfach schlecht. Ne? Also in der Zeit, wo ein Perfektionist in der Online-Welt irgendwie so zwei Sachen macht und die dann sind aber richtig, macht halt ein anderer irgendwie 8 und davon sind 6 richtig und die anderen 2 waren egal. Ne? So, also das funktioniert bei uns nicht. Also wir sind, wie du sagst, auch sehr hands-on. Im Sinne von Ownership, wie ich das nenne. Also wenn ich irgendwas sehe, was irgendwie schief läuft, dann fixe ich das oder ich sage Bescheid oder irgendwie so. Das heißt, ich kann mir nicht erlauben, dass irgendwie was rumliegt, was irgendwie Quatsch ist. Und ist es auch so eine ganzheitliche Verantwortung? Also so die klassische Beamtenmentalität ist ja in der Online-Branche jetzt auch nicht so richtig ausgeprägt. Also dieser so ein Spruch wie, dafür werde ich nicht bezahlt, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, genau. Also das geht gar nicht bei uns. Bianca? Genau, also im Prinzip bei uns ist es so, dass jeder Mitarbeiter eigentlich ein Unternehmer ist. Er bekommt auch die klare Anweisung schon zu Beginn in der Einführung, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, entscheide so, als wäre es dein eigenes Unternehmen. Das wird bei uns nicht nur gesagt, das wird gelebt. Das heißt, die Mitarbeiter sind auch angehalten und haben auch Lust dazu, eigene Ideen zu entwickeln, die vorzuschlagen und die dann auch selbst umzusetzen und sofort die Ergebnisse zu messen, was natürlich in der Online-Branche auch möglich ist, dass wir quasi 3 Tage später auch die Zahlen dazu haben. Und das ist ein Kreativitäts- und Handlungsfreiraum, der wirklich einzigartig ist und der die Leute auch motiviert. Und natürlich impliziert das dann auch die Hands-on-Mentalität, die ihr eben genannt habt, aber das ist ein ganz, ganz großes Asset, was man wirklich in anderen Industrien so nicht findet, zumindest in denen ich bereits unterwegs war. Ja, bei mir heißt es, jeder ist im Business Development. Ne? So. Okay. Also bei uns hieß es immer, jeder ist ein Profit Center. Ja, und wie du da hinkommst, hast du selber dafür zu sorgen. Ja, aber jeder ist ein Profit Center. Okay. Gibt es eine Antwort auf Nadjas Frage? Was ist euch wichtig an Unternehmenskultur? Da ganz hinten ist eine Meldung. Ich glaube, es lohnt sich, oder? Lohnt sich, dass sie jetzt so weit läuft, ne? Mal gucken. Ich stehe vielleicht mal auf, damit man mich auch sieht. Gerne. Vorne. Also was mich besonders interessiert oder was mir besonders wichtig ist, wenn es um Unternehmenskulturen geht, ist auch die Rolle von Führungskräften und der Unternehmensführung.
Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Also ich bin selber Gründer von einem Tech-HR-Startup und wir begleiten Unternehmen auch, wenn es darum geht, Change-Prozesse in der Unternehmenskultur zu bringen. Und ich hatte erst vor einem halben Jahr hatte ich ein Beispiel, das geht genau in die Richtung. Da ist ein Personalleiter auf uns zugekommen und hat gesagt, wir würden gerne was ändern bei uns in der Unternehmenskultur, aber wir haben schon sehr viel geändert. Wir sind schon wie Google. Dann gab es eine kleine Führung durchs Gebäude und hat er gesagt, ja, hier vorne steht der Kickertisch und ganz oben haben wir eine Chill-Out-Area. Und das war eigentlich nur eine verranzte Couch irgendwo in der Ecke. Und ich bin dann da so ein bisschen durchgelaufen und habe gesehen, dass die Mitarbeiter die Sachen überhaupt nicht genutzt haben. Und habe dann wirklich einfach die Mitarbeiter befragt und habe gesagt, wieso kickert denn keiner oder wieso liegt denn keiner hier auf der Couch? Und dann war dann die Antwort, ja, das wird hier nicht so gerne gesehen, nicht während der Arbeitszeit. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Anekdote, das zeigt, wo man da auch Fehler machen kann. Das würde mich auch mal interessieren, was das Panel dazu sagt. Also da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Mir ist es eigentlich total egal, wie viel jemand arbeitet oder wann jemand kickert, das ist mir eigentlich wirklich total egal, solange er halt seinen Kram auf die Reihe kriegt. Ne? Also das ist, wir lassen unseren Leuten wirklich sehr viel Freiraum. Freitag gibt es Bier ab 4. Das kann sich halt auch jeder selber einteilen, wenn er danach keinen Post mehr gerade schreiben kann, dann ist es halt für den jedenfalls nicht das richtige Instrument. Also das ist schon so, wir nehmen die Mitarbeiter sehr, sehr stark selber in die Verantwortung. Und ob die, also bei uns ist sowieso so ein bisschen Agentur, ist vielleicht da noch mal ein bisschen anders, weil es sowieso die ganze Zeit so ein Gewusel ist. Und wenn die Leute sich halt, weiß nicht, Sachen, Redaktionspläne oder sowas ausdenken müssen und können das halt an ihrem Platz nicht. Wir haben so eine 300 Quadratmeter Dachterrasse, dann hocken sie sich da halt oben in die Sonne, wenn es das bringt. Okay. Ich glaube, jedes Unternehmen braucht halt eine Identität. Also man muss halt wissen, wofür steht das Unternehmen. Und das muss natürlich dann auch vorgelebt werden. Also es ist, glaube ich, nichts schlimmer, als wenn es irgendwo Barrieren gibt zwischen der Unternehmensführung und letztendlich dann unten auch den Account Managern, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Man muss halt diese Werte, ja, Unternehmenswerte, die müssen halt irgendwo auch definiert sein, die müssen aber auch vorgelebt werden. Und ich glaube, wenn man das gut macht, dann hat man eben auch nicht dieses Szenario, wo man sagt, man hat einen Kickertisch da stehen, aber es benutzt keiner, sondern man hat halt einen Kickertisch da stehen und da spielen halt da welche. Das sind aber auch die, die dann auf der anderen Seite wiederum auch das Unternehmen weiterbringen, weil sie halt Leistung bringen. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, sehr lustig. Vielen Dank für den Beitrag. Ich stell mir das so richtig für lebhaft vor irgendwie, ne? So Unternehmenskultur, Kickertisch kaufen, check. Ne? So irgendwie. Sehr gut. Also ich glaube, wir würden die Frage oder dieses Szenario ganz einfach mit einer Gegenfrage beantworten, indem wir sagen, wenn es dein Unternehmen wäre, würdest du jetzt kickern? Wenn du sagst ja, dann mach's. Oder dich auf die Couch legen. Aber das Thema Arbeitszeiten ist ja eben gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen worden und haben wir ja auch schon leicht angeschnitten. Das Klischee der Online-Branche ist ja sehr, sehr viele Überstunden. Sehr, sehr viele Überstunden und diese Mittel, die wir jetzt so alle aufgezählt haben, werden so genutzt, damit das so ein bisschen verschleiert wird, weil man dann sagen kann, na, du hast auch ein halbes Stündchen gekickert, kannst auch 2 Stunden länger bleiben. Ihr nickt, Mirko? Überstunden gibt's, brauchen wir auch gar keinen Hehl draus machen. Auch da wiederum, also wir verfahren jetzt nicht so, dass wir von den Leuten irgendwie Arbeitsverträge unterschreiben lassen und sie arbeiten dann das Doppelte, ganz im Gegenteil. Also wir legen schon sehr, sehr viel Wert drauf, dass wir versuchen auch das einzuhalten, was die Leute, wozu sie sich auch committed haben. Natürlich, ich meine, wir sind Dienstleister, da passieren halt nun mal Dinge, da sind nun mal Sales-Präsentationen oder Kundenpräsentationen zu machen. Das sind halt Phasen, da wird es dann auch mal länger, aber ich sage, umso größer der Zusammenhalt ist, umso gerne man auch da in die Arbeit geht und mit den Leuten zusammenarbeitet, umso schöner wird dann tatsächlich auch das länger sitzen. Und im Gegenzug dann, wenn man an einer Präsentation gearbeitet hat und ist man 2-3 Stunden länger geblieben und hat man am Wochenende gearbeitet, ich glaube, dann ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn man am nächsten Tag mal ein bisschen später kommt. Also es ist, man muss da irgendwo versuchen, die Waage zu halten, wohlwissend, ja, man muss flexibel sein. Also ich glaube auch, dass das Modell flexible Arbeitszeiten da vielfach dieses Thema Überstunden auch ein bisschen überstrahlt und überlagert. Also was ich tatsächlich für einen großen Gewinn empfinde, ist die Möglichkeit zu entscheiden, immer im Rahmen dessen, wenn ich Terminsachen habe, wann ich fertig sein muss, ob ich jetzt nachts arbeite, weil ich da einfach kreativer bin für bestimmte Arbeitsprozesse oder Schritte, oder ob ich das tags mache, solange da kein Team dran hängt, was auf irgendein Arbeitspaket wartet, was weiterverarbeitet werden muss oder nicht, finde ich diese Freiheiten eigentlich was
unglaublich Positives. Ja? Auch für Frauen gerade zu Hause arbeiten zu können, Familie und Beruf zu vereinbaren, diese ganzen Thematiken. Für Männer ja auch, ne? Für Männer auch, klar, wer in Elternzeit gehen will, was auch immer. Also ich finde das was ganz Wichtiges. Und da ist einfach die digitale Wirtschaft deutlich flexibler aufgestellt, schon von Anfang an. Weil wir natürlich mit den Technologien aufgewachsen sind, die uns diese Freiheitsgrade gegeben haben. Dass man die verantwortungsbewusst von beiden Seiten einsetzen muss und dass ich im Zweifelsfall als Führungskraft auch erkennen muss, dass das jetzt vielleicht für einen bestimmten Mitarbeiter nicht unbedingt das richtige Modell ist, ja, weil er eher im Team gerne arbeitet, sich gerne mal rückversichert, den persönlichen Kontakt gerne hat. Ein anderer aber sagt, ich bin zu Hause in einer Stunde dreimal so kreativ wie in drei Stunden, wenn ich in der Firma sitze. Genau diese Freiheiten ausnutzen zu können und das auch den Mitarbeitern geben zu können, diese Freiräume, das empfinde ich als einen ganz großen Vorteil, den ich in ganz vielen Digitalunternehmen so auch erlebe. Christian, du hast ja schon eben erzählt, dass das im Bewerbungsgespräch eine der ersten Fragen ist. Wie lange muss ich eigentlich arbeiten? Ist es. Und ich glaube, man macht sich was vor, wenn man so sagt, nee, spielt keine Rolle. Weil lustigerweise haben wir die Erkenntnis, dass Arbeitszeiten kein Generationenthema ist. Also die Generation jetzt will auch nicht länger arbeiten als früher. Also irgendwie. Das heißt, sie macht es dann aus Gruppenzwang? Oder? Nee, also eben nicht. Und das glaube ich, muss man sich, so wie die Kollegen schon gesagt haben, sehr genau überlegen, in welcher Phase steckt mein Unternehmen? Bin ich Startup? Bin ich schon etwas gesettelter? Wenn ich etwas gesettelter bin, dann ist der Mitarbeiter nicht bereit, dauerhaft Überstunden zu machen. Und wenn es noch so viel Pizzaservice und noch so viele nette Kollegen gibt, sondern dann muss ich einfach als Chef oder als Führungskraft eine Struktur bieten, die eben eine dauerhafte Mehrarbeit relativ ausschließt. Und man darf eins nicht vergessen, wir bewegen uns in einer Zeit, wo es Kununu und Co. gibt. Da können Mitarbeiter bewerten, da steht dann auch drin, diese Firma ist weniger gut oder die hat längere Arbeitszeiten. Das ist alles mittlerweile ziemlich transparent. Also zwischen dem Sagen und dem Handeln darf der Spagat nicht allzu weit auseinandergehen. Helge? Ja. Also gerade bei uns als Agentur ist es natürlich auch immer so ein Punkt, wir achten da aber, also das war so mein Credo damals, also ich habe keinen Agentur-Background, ich habe quasi direkt nach dem Studium oder nach der Einführung halt mit der Agentur angefangen und ich habe nämlich auch genau das gehört, Agenturen da zu arbeiten muss halt der blanke Horror sein und bei uns war es immer so, dass wir gesagt haben, die Leute, die sind halt kreativ unterwegs und es muss auch irgendwie machbar sein. Ich meine, wird eh alles nach Stunden abgerechnet. Von daher gesehen, also bei uns gibt es ganz klar geregelte Arbeitszeiten. Also nach 6:30 abends sieht man bei uns eigentlich selten noch jemand. Okay. Also wirklich sehr selten. Jetzt haben wir noch knapp 10 Minuten Zeit. Nochmal der Blick in die Runde. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Ansonsten, ja, da vorne. Direkt neben dir. Hallo. Ich wollte nochmal auf die Frage von Frau Elias, ist das richtig, eingehen, beziehungsweise nochmal ergänzen zum Arbeitgeberverhalten. Es ging ja vor um Unternehmenskultur. Da wollte ich sagen, also ich habe selber 3 Jahre in einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet und es war jetzt auch hier ganz oft, ist es gefallen von wegen, ja, wenn man dem Arbeitnehmer gewisse Freiräume lässt, man muss einfach sagen, ja, handel so, als wäre es dein Unternehmen. Aber ich muss aus meiner Erfahrung sagen, jetzt aus dem E-Commerce-Bereich, da war nicht viel Platz für Kreativität, für viel Freiräume, für eigene Ideen. Also ich habe 2 von den 3 Jahren selbst einen Account leiten müssen und ich musste immer jedes Detail reporten. Wenn etwas nicht so, also wenn die Prozesse nicht so umgesetzt wurden, wie mein Arbeitgeber, ich sage jetzt nicht wer, das wollte, dann gab es gewisse Maßnahmen und der, also beziehungsweise wir wurden dann auch dementsprechend bestraft. Deswegen finde ich es auch schwierig, dann das zu pauschalisieren von wegen, in der Branche ist Kreativität gefragt und so weiter und so fort. Aber ich aus meiner Erfahrung muss jetzt sagen, dass uns Arbeitnehmer gar nicht die Chance dafür gegeben wurde. Dementsprechend waren wir nicht kreativ, weil wir nicht auffallen wollten und konnten dann auch eigene Ideen nicht umsetzen. Also und was sagen Sie jetzt dazu zwischen dem, was man sagt und dem, was man macht? Weil ich fand, da ist eine Riesendiskrepanz. Also das ist nicht annähernd so, wie es mir im Vorstellungsgespräch verkauft wurde. Wie ist denn das, kurze Gegenfrage, wie ist denn das
Wie ist das Unternehmen bei Kununu bewertet? Christian hat das gerade ja gesagt. Noch gar nicht. Noch gar nicht. Ja. Und du möchtest nicht die erste Bewertung wahrscheinlich machen. Ich habe mein Zeugnis noch nicht bekommen. Ich warte noch. Ach so, okay, alles klar. Gut. Aber du bist nicht mehr dort. Nein, ich bin nicht mehr dort. Ist ja auch ein Signal. Also ich habe da gelernt, deswegen bin ich dementsprechend abgeschreckt. Also die Arbeit an sich macht sehr viel Spaß, aber dementsprechend bin ich von dieser Branche jetzt abgeschreckt, weil klar, ich habe nichts dagegen, hart zu arbeiten, viele Überstunden zu machen, aber da war es teilweise so, ich kam nicht selten unter 55 Stunden die Woche und ich war Azubi. Die Fälle gibt es natürlich auch und ist nicht gut. Klar, müssen wir nicht drüber reden. Ja? Nur in der Breite und in der Variabilität dessen, was man als Unternehmenskultur in der digitalen Wirtschaft erfahren kann, sind eben auch die anderen Beispiele, die wir heute gezeigt haben, vielfach vertreten. Und das ist ja auch das Schöne, dass sich da eigentlich eine neue Form des Arbeitens auch entwickelt. Dass es natürlich immer Unternehmen gibt, wo das nicht entsprechend umgesetzt wird. Kann man jetzt Ursachenforschung betreiben? Ist das eine Frage des Managements? Was auch immer. Ist ganz klar. Ja? Aber in der Tendenz ist das, was als Unternehmenskultur in der Online-Branche anzutreffen ist, doch vielfach durch die Faktoren geprägt, die wir hier gerade diskutiert haben. Ja, und schwarze Schafe gibt es immer überall. Also es ist unabhängig von den Branchen. Also jetzt nicht, bestimmt nicht ein reines Digitalphänomen. Das wird es im Beamtentum bestimmt genauso geben, solche Fälle. Bei manchen Arbeitgebern, in manchen Branchen kann man sicherlich kreativer sein als in anderen. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass sich jeder Mitarbeiter irgendwo auch wohlfühlt. Und ich kann auch tagtäglich mein Reporting machen und mein Monatsreporting und mein Wochenreporting. Und das sind in Anführungszeichen stupide Aufgaben. Ja, aber wenn ich da eine Routine habe, dann habe ich auch wiederum Möglichkeiten, mich mal auch vielleicht bei solchen Prozessen irgendwie kreativ zu betätigen. Kann ich was verbessern? Kann ich was verändern? Kann ich was effizienter gestalten? Kann ich mal einen anderen Account machen? Kann ich mich mal mit einer anderen Strategie beschäftigen, wenn man mal eine Idee hat, mit seinem Teamleiter, mit seiner Führungskraft mal in den Austausch gehen oder mit den Kollegen mal zu fragen, was haltet ihr davon? Wollen wir vielleicht auch mal was verändern? Wollen wir vielleicht auch mal an der Unternehmensführung mal Feedback geben? Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man das auch irgendwo als Arbeitnehmer in Anspruch nimmt. Also sich einfach irgendwo zu sitzen, sich nicht wohlzufühlen. Ich glaube, da kann ich nur raten, genau den Schritt zu gehen, weil im Endeffekt verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens im Büro und dann sollte es auch irgendwo Spaß machen. Und vor allem, also du hast ja am Anfang gesagt, ne, pauschalisieren kann man es nicht, also im Positiven, im Negativen, deswegen, also hoffentlich bist du jetzt nicht irgendwie abgeschreckt und pauschalisierst halt deine Erfahrungen halt in Bezug auf andere Unternehmen, weil letztendlich hängt es natürlich von den Führungskräften ab. Es ist ja so ein bisschen wie bei, es ist die Frage, wie findet man das raus halt, ne? ob die Führung halt cool ist oder nicht, ob man vielleicht mit den Mitarbeitern spricht. Oder wie auch immer man das halt macht. Wir haben halt überhaupt erstmal sowas wie eine Unternehmenskultur. Also wir beschäftigen uns halt überhaupt mal theoretisch damit. Also in dem Fall jetzt theoretisch, aber halt in unserem Fall halt auch oft praktisch. Ne? Also wenn du da halt in andere Unternehmen gehst, so eine Deutsche Bank oder was hast du gesagt, warst du? Könntest du die Werte der Deutschen Bank irgendwie zusammenfassen? Ich glaube, alles, was danach kommt, ist entweder durch die Vergangenheit ad absurdum geführt oder hat gar nicht erst existiert. Mal so formuliert. Ja. Insofern, die haben eine Compliance-Abteilung, also praktisch eine Abteilung, die kontrolliert, dass von oben aufgedrückte Dinge so durchgesetzt werden. Ja, also wenn du erstmal eine Compliance-Abteilung haben musst, dann ist halt, kannst du eigentlich schon direkt nach Hause gehen. Weil dann hast du es nicht geschafft, die Werte deines Unternehmens jedem einzelnen Mitarbeiter einfach mitzugeben. Ich glaube, von euch hat keiner eine Compliance-Abteilung. Nein, oder? Aber wir haben auch zu wenig Geld, um einzukaufen, glaube ich. wir haben einen Vorteil bei uns im Markt. Es ist ein absoluter Bewerbermarkt. Das heißt, wenn man so eine Erfahrung macht, eine negative Erfahrung, es gibt im Prinzip nächste Woche 5 bis 10 neue Angebote, die vielleicht eine bessere Unternehmenskultur bieten, etwas mehr Freiraum. Das ist, glaube ich, der Vorteil unserer Branche, dass wenn man in diesen neuen Themen ganz gut eingearbeitet ist, dass man auch relativ schnell für sich persönlich eine Alternative findet. Genau, also ich an deiner Stelle hätte auch gekündigt. Ich bin jetzt sowieso ausgelernt. Also ich wäre auch gegangen, ganz sicher. Ja. Wahrscheinlich vielleicht sogar schon früher. Ich habe das so in der Branche noch nicht erlebt und finde es auch traurig, weil eben genau dann solch ein Eindruck entsteht, der dann pauschalisiert wird. Zum Thema Überstunden. Gut, wir sind natürlich in der Rolle, wir sind keine Agentur. Wir sind natürlich ein Dienstleister am Kunde letztendlich, aber wir verkaufen Coaching oder entwickeln und vertreiben Coaching-Programme.
Und wir haben eine ganz klare und offene Kommunikation auch des Mitarbeiters mit der Führung, mit den Führungskräften. Und meine Devise ist, es ist klar, keiner kann seine Aufgaben in der vorgegebenen Zeit schaffen, dann gilt es zu priorisieren. Und die priorisiert wird nach Umsatzpotenzial. Die umsatzversprechendsten Maßnahmen werden gemacht und alles, was bis 6 Uhr nicht erledigt ist, muss hinten runterfallen oder wir müssen uns dann personelle Verstärkung suchen. So ist zumindest meine Devise. Das heißt nicht, dass wir jetzt 0 Überstunden machen und jeder um Punkt 6 Uhr den Stift fallen lässt, das natürlich nicht. Es gibt immer wieder, gerade bei uns, wir haben ein sehr saisonales Produkt im Jahresverlauf, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber ich würde mal behaupten, dass an 5 Tagen die Woche die Leute an 4 Tagen um 6 Uhr nach Hause gehen. Und also alles, was bis dahin nicht geschafft ist, ist einfach zu viel. Ja? Und das muss eine Führungskraft erkennen, das muss sie steuern und gegebenenfalls das, was da noch zusätzlich anfällt, anderweitig verteilen, abfangen oder sagen, da durchrechnen, da rentieren sich nicht die Kosten für eine zusätzliche Ressource, um den Umsatz daraus zu generieren. Wir könnten sicherlich noch sehr lange über das Thema weitersprechen, aber bevor gleich die Zeit komplett abgelaufen ist und wir mit der nächsten spannenden Diskussionsrunde zum Thema Online-Karriere weitermachen, würde ich euch gerne noch die Möglichkeit geben, vielleicht eine letzte Frage zu stellen. Da ganz hinten, das ist immer ganz praktisch, ne? Die Frager sind immer genau auf der anderen Seite des Raums, aber das ist natürlich völlig okay. So, meine Frage ist zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vielleicht an die Frauen gerichtet oder an die Herren auch. Was für Erfahrungen die Frauen in euren Unternehmen machen. Ich komme nicht aus Deutschland, wie man vielleicht hört, und was ich hier oft höre oder lese in Blogs, ist, dass es sehr schwierig ist, oder ja, in klassischen Branchen ist schwierig, Beruf und Karriere unter einem Hut zu bringen, aus verschiedenen Gründen. Und mich würde interessieren, was Sie dazu sagen in der Online-Branche, ob das einfacher ist oder schlechter. Also meine Tochter ist 2,5 und ich muss sagen, es lässt sich erstaunlich gut miteinander vereinen. Das ist natürlich auch eine Frage der persönlichen Prioritäten, die man setzt. Ich sage, der Job ist mir einfach irre wichtig, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und natürlich ist meine Tochter mir auch immens wichtig. Und ich versuche da einen Mittelweg zu finden, der mich auch zufriedenstellt. Und die Ansprüche und Prioritäten, die ich in meinem Leben stelle. Natürlich fallen andere Sachen dafür hinten runter, also Freizeitthemen wie Sport, aber da habe ich ganz klar gesagt, mir ist es wichtig, mir gibt es unheimlich viel, ich habe den geilsten Job der Welt und deswegen will ich das hinbekommen und es funktioniert. Ich meine, ich bin in einer Führungsposition, ich arbeite 30 Stunden die Woche und natürlich mache ich dann aber aus eigenem Antrieb heraus, nicht weil ich es muss, um 20 Uhr noch meine E-Mails vom Telefon. Habe halt alles so organisiert, dass das einfach funktioniert. Möchtest du die Frage auch noch, möchtest du noch ergänzen? Katja? Achso, ich dachte. Muss nicht. Okay, wir sind fast am Ende, aber ich lasse natürlich auch gerne noch eine Männerstimme vor dem Hintergrund der Gender Diversity. Weil ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und absolut mal gerne. So ein bisschen aus der Blue Summit Perspektive gesprochen. Wir mussten in Anführungszeichen uns dem Thema auch als Arbeitgeber vor ein paar Jahren auch öffnen. Also wir hatten mit Gründung und mit den ersten Jahren hatten wir das Thema nicht, weil wir einfach keine Kolleginnen hatten, die Kinder bekommen hatten. Aber das kam dann natürlich sehr, sehr schnell. Wir mussten uns da halt dementsprechend auch anpassen. Als Dienstleister hast du natürlich, du gewährst natürlich deinen Kunden auch eine gewisse Anwesenheit. Also du musst halt auch sicherstellen, dass jemand ans Telefon oder E-Mail geht. Aber auch da, glaube ich, spielt wieder so die Digitalität uns in die Karten. Ja? Man muss halt schauen, kann man das irgendwie ergänzen? Hat man die eine Kraft, die vielleicht den Vormittag arbeitet, die andere den Nachmittag oder die eine den Anfang der Woche und die andere den Rest der Woche? Das ist alles abbildbar. Man muss sich, glaube ich, nur dem Thema öffnen und sich halt dann auch mit den Kolleginnen dementsprechend unterhalten und schauen, was abbildbar ist. Aber grundsätzlich ist das ein wahnsinnig wichtiger Punkt und der sollte da auch einer, gerade der Digitalbranche, auch nicht irgendwie zu Last gelegt werden, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe auch eine 8-jährige Tochter, kann sowas auch nur befürworten. Auch meine Frau wollte wieder arbeiten. Auch da musste man mit dem Arbeitgeber sprechen, was es da für Modelle gibt. Alles klar, vielen Dank. Unsere Zeit ist quasi abgelaufen.
allerdings nicht bildlich gesprochen, sondern auf unser Unternehmenspanel bezogen. Vielen Dank für eure Beteiligung. Hier geht es jetzt gleich weiter mit der Diskussionsrunde zum Thema Online-Karriere. Ich hoffe, die Speaker sind schon da. Da hinten, ja, sehr gut. Bevor wir aber zum Ende kommen, würde ich euch noch um eine ganz kurze Runde bitten, und zwar von jedem noch mal einen einzelnen Punkt hören. Was ist euer Lieblingsargument, was ist euer Lieblingsaspekt im Bereich Unternehmenskultur, was möchtet ihr nicht missen in der Online-Branche, was ihr vielleicht vorher vermisst habt, was ist euer Lieblingsaspekt? Und am besten ganz kurz und knapp, ohne Ausführung, nur in einem kurzen Stichwort. Bianca, magst du loslegen? Gerne. Handlungsspielraum. Handlungsspielraum, okay. Man kann Sachen bewegen. Man kann wirklich, egal ob vom Praktikanten bis zur Führungskraft, wird jeder gehört, man kann Sachen anstoßen und bewegen und einfach das Unternehmen voranbringen. Und das okay. ist großartig. Handlungsspielraum, Nadja? Wenn man jetzt mal von deinem Beispiel absieht, das Thema auf Augenhöhe miteinander arbeiten, und zwar Mitarbeiter und Führungskräfte. Also es ist mein Unternehmen, insofern habe ich die Unternehmenswerte auch selber festgesetzt. Wir haben zum Beispiel sowas drin wie, wenn du Stress in der Familie hast oder wie auch immer, geh nach Hause, klär das, komm wieder, wenn es klar ist, musst auch keinen Urlaub nehmen. So. Also das würde ich ungern vermissen wollen und ich glaube meine Arbeitnehmer auch nicht. Sind die Entwicklungsmöglichkeiten. Ne? Also die Branche ändert sich fast täglich. Es gibt neue Chancen, neue Möglichkeiten fast jeden Tag, die man ergreifen kann und muss. Für mich ist die Flexibilität, also meine Geschäftsleiterin bei One to Social, die hat 3 Kinder, da ist ständig irgendeins krank und die muss nach Hause, ist aber alles kein Problem. Mir ist es noch nie langweilig geworden. Ich habe noch nie auf die Uhr geguckt, wann der Tag zu Ende ist, und das seit 15 Jahren. Also kann inhaltlich nicht so viel verkehrt sein in der Branche. Das stimmt. Ich finde alle Wörter toll. Ich hätte mich auch für Flexibilität. Ich nehme alle die Wörter als Schlusswort. Das lassen wir tatsächlich durchgehen. Nee, und zusätzlich, also ich hätte auch Flexibilität gesagt, aber ich finde auch Abwechslung ist ein super Begriff. Also man macht nie den ganzen Tag am Stück das Gleiche. Und man hat immer was Neues zu tun, manchmal alles auf einmal, aber das muss man mögen. Aber die Abwechslung ist auch unglaublich schön. Okay, super. Vielen, vielen Dank an euch für die tolle Diskussion. Ich glaube, es war nicht nur rosa-rot, sondern ich glaube, wir haben auch ein bisschen kritische Aspekte beleuchten können. Ihr seid alle noch ein bisschen hier, ja? Es wird genickt, also nutzt die Möglichkeit, sprecht die Jungs und Mädels gerne auch hier in den Gängen noch an. Und ich glaube, wir bedanken uns bei den Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmern für die rege Beteiligung. Mit einem kräftigen Applaus. Kriegen wir das hin? Ja, ne? Hervorragend.